Hallo Leute, Katrin hat mir geschrieben. Hallo Dobby, ich kaufe immer die fertigen Gyros-Gewürze aus dem Supermarkt. Bäh, kann ich mir das Gewürz ohne Geschmacksverstärker auch selbst mischen? Das will ich doch meinen. Ich werde mein Frauchen Emma fragen. Hallo, herzlich willkommen bei Emma E. Gundermanns Gewürzeküche. Wir wollen heute das Gyros-Gewürz selber zusammenstellen. Und zwar benötigen wir hierfür 4 Teelöffel Koriander. Wir brauchen 4 Teelöffel schwarzen Pfeffer. Wir brauchen 4 Teelöffel Thymian, 4 Teelöffel Majoran und 4 Teelöffel Oregano. Das habe ich alles hier rein. Das kriege ich dann nur einen Zungenbrecher hier. Dann brauchen wir noch Chiliflocken. 1,5 Teelöffel, da nehme ich meine eigene Chili aus dem Garten. Wir brauchen Kreuzkümmel gemahlen, 2,5 Teelöffel. Dann brauchen wir ein edelsüß Paprika, da nehme ich auch 4 Teelöffel. Und Zwiebelpulver, 2,5 Teelöffel. Wir bräuchten noch Knoblauchpulver, aber das tue ich frisch rein, weil das Knoblauchpulver, das mag ich nicht, das hat so einen eigenen Geschmack. Dann kommt noch 1,5 Teelöffel Zimt rein und 1,5 Teelöffel Salz. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir das Ganze zusammen mörsern mit einem Handmörser oder wir nehmen eine Gewürzemühle, die haut uns das alles durch. Ich tue alles miteinander rein, auch schon das Gemahlene. Da das jetzt richtig laut wird, melde ich mich nachher gleich wieder zurück. So, ich bin wieder zurück. Wir haben es jetzt durchgeschreddert. Es ist so laut, deshalb habe ich es einfach... Machen wir mal den Deckel auf, riechen wir rein. Können Sie es riechen? Ich rieche es bis daher. So, und da habe ich mir auch gleich ein Gläschen hergestellt mit dem Baba drauf, Gyros-Gewürz. Ist wirklich ganz arg lecker. Dann fülle ich es einfach um und zack, ist ganz einfach. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!